Serie der Lehrvideos. Heute eine der fünf Schwarzgurt-Katas. Wir haben die Gion, die ist bereits dokumentiert. Heute die Basadai. Die Hangets mit der Atmung kommt separat. Die Kankudai und die Kata Impi. Basadai heißt übersetzt auf Deutsch eine Festung stürmen, eine Presche in eine Schlachtreihe schlagen, eine Mauer zertrümmern. Also hier geht es vor allen Dingen um Kraftentwicklung und Dynamik. Diese Sachen werden in der Basadai deutlich. Gion, Tempelboden und Betaklang und die Kankudai, Himmelsschau, Blick in die Wolken oder ja, und die Hangets, das ist Halbmond, und die Empi, Flug der Schwalbe, diese Eleganz in der Bewegung. Ja, heute Basadai, später wird uns die Basadai zeigen. Ich werde euch zeigen, wo ihr noch beachten müsst, fürs Schließen. Beugen, Horsus, Basadai, Basadai! Und jetzt aus der Haltung, vorne die Arme schließen, 45 Grad. Die Arme sind ganz durchgestreckt. Jetzt heben wir das rechte Knie und klappen den linken Arm hoch und gehen vor in Kosalatsch mit Basai Kamai oder Uchiyuki. Eins. Aus Basai Kamai mit Uchiyuki. Dabei liegt die linke Hand offen am Handgelenk an. Jetzt nehmen wir mit der linken Hand Pulver aus und wenden nach hinten mit Uchiyuki in Senkungsklatsch. Eins. Und der zweite Uchiyuki in Stand, dabei ziehen wir den vorderen Fuß etwa eine Fußlänge ran und ausholen und zwei. Und dadurch, dass wir ranziehen, können wir die rechte Seite, die Hüfte überdrehen, Shakuhachi, und bekommen so mehr Power auf die rechte Hand oder die rechte Technik. Jetzt wird der rechte Arm gestreckt, der linke klappt nach oben. Wir wenden den hinteren Fuß weit übersetzen mit Kyakusotoke. Holen wieder aus und Uchiyuki nach außen. Darauf achten, hintere Arme, genau das Uchi, hier ein bisschen so, nach außen wenden. So, jetzt ziehen wir den vorderen Fuß ran, machen einen Geda Nagashi und holen nach oben aus. Füße sind geschlossen und gehen jetzt wieder vor, Senko Tsudachi mit Soto, Fudodachi eigentlich, mit Senko, nicht Senko Tsudachi, Fudodachi, mit Sotoke. Eins. Das Hinterrücken ist leicht gebeugt. So, und jetzt holen wir wieder aus. Für Uchiyuki. Und jetzt kommt wieder der vordere Fuß, wird herangezogen und die hintere Hüfte überdreht. Und zwei. Ja. Und jetzt sind wir im Senkungsklatsch. Vorderes Knie ist gebeugt und hinteres ist durchgestreckt. So, wir halten diese Länge jetzt, indem wir einfach den hinteren Fuß umsetzen und uns gerade hinstellen. Alles. Wunderbar. Ja. Und von der Hüfte, der Seite, Tate Shuto. Auch hier wieder Tate Shuto. Die Handkante ist weiter vorne als die Handfläche. Dadurch bekommen wir Spannung aufs Handgelenk, Unterarm. So, jetzt kommt ein Tsuki. Eins. Zentriert in die Mitte. Der Daumen klappt an die Schulter. Und Uchiyuki, wir drehen die Hüfte ab. Zwei. So. Und dabei drehen wir beide Füße. Ganz eindrehen. Da. So. Dass wir hier auf der Linie stehen. Uchiyuki, so, wunderbar. Und wir drehen die Hüfte wieder ein, Kyakutsuki 1, in die Mitte wieder zentriert und wieder an die Schulter, Uchiyuki 2. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir den vorderen rechten Fuß ran und gehen Schritt vor Stoke 1. Und Schritt vor 2. So, die nächsten zwei Stoke, einmal vor, einmal zurück. Darauf achten, wenn man sich schnell macht, dass man den Stoke, das war das Kukuzudachi, in der vorigen Bewegung sauber ausführen. Und eins, zwei. Sehr gut. Und greifen, Kreisbewegung. Ja, dabei liegen die Finger und der Daumen seitwärts an, so. Ja, die Finger etwa oben, so, seitwärts. Und zwar 45 Grad, stell dir vor, so eine Windschutzscheibe vom Auto. So, jetzt werden beide Arme gestreckt, das Knie geht hoch. Wir treten Yoko Fumikomi 1 und holen aus Stoke, setzen ab Stoke 2. Sehr gut. Und gehen vor Schritt Stoke 3. Wir ziehen den vorderen Arm ran, bringen die Fäuste an den Bauch 1, nach innen,
Gehen hoch, drehe nach außen, beide Handflächen zur Decke. Heben das rechte Knie, ziehen die Arme auseinander und schlagen von der Seite in Senko Tadachi. Tetsui. Oh, eins. Ziehen den hinteren Fuß halb dran und setzen wieder vor in Senko Tadachi mit Zuki 2. Jetzt kommt die Wendung in Haien Rodan. Umsetzen, ausholen, eintauchen, nur bitte. Oh, eins. Und jetzt kein Manjiuke umsetzen, sondern den vorderen Fuß direkt anziehen mit Manjiuke 2. Langsam. Oh. Schnell ausholen, dabei die Arme schließen, jeder mal rein, lieber das vor. Oh, eins. Blickwechsel, Heisokuke oder Heishokuke. In die andere Richtung. Zwei. Da muss man am Anfang aufpassen, da wechselt man sehr gerne in die Haien Rodan oder von der Haien Rodan in die Wasserdai. Und wenn man dann auf Meisterschaft in der Vorbereitung ist, sollte man niemals Rodan und Wasserdai gleichzeitig trainieren. Nicht gut. So, Megazuki endlich. Beim Megazuki darauf achten, dass die Fußsohle die Handfläche trifft. Eins, zwei. Jetzt stehen wir Envy. Ja. Jetzt macht die rechte Faust einen Genanzuki oder Genanuchi, je nachdem, wie man es definiert, in der Anwendung. Und die linke Faust schlägt auf den Oberarm. Eins, auf den Oberarm. Und jetzt zweimal eins, zwei. Und dabei achten, dass es ein bisschen nach außen geht. So, über die Hüfte umsetzen. Yamazuki. Eins. Den vorderen Fuß ranziehen. Oben aufrichten. Hüfte. Und linkes Knie hoch. Zwei. Und wieder langsam zurück. Rechtes Knie hoch. Drei. Hinterer Fuß umsetzen. Und hier gehen. Und einfach. Schauen, dass wir hier auf einer Linie stehen. Ich denke, kurz gesagt, eine Linie. Okay. Eine Linie. So. Und wieder. Linke Arm strecken. Und eine Linie. Eins, zwei. Jetzt den hinteren Fuß halb anziehen. Unter den Schwerpunkt verlagern. Den hinteren Fuß. Und den vorderen 45 Grad vor mit Stoß. Eins. Fuß ranziehen, wir bleiben im Kokotsudachi. Und zwei. Das heißt, wir haben einen umgekehrten Kokotsudachi. Das ist jetzt hinten. Der steht so. Der steht so. Nein, der Kokotsudachi da drüber. Kokotsudachi da drüber. Genau. Die Hände sind da hinten drüber und der Blick ist hier. Und jetzt ziehen wir den hinteren Fuß ran und vor mit Kyai. Eins. Ranziehen und Yami. Arme ganz gestreckt. Öffnen, Hüfte, beugen, Brust und sehr. Der Schluss ist ein bisschen tricky, weil wir kommen ja aus der Wendung. Yamazuki, hier eine Linie. Gedan Nagashi, Gedan Urate. Holen aus und wechseln. Gedan Nagashi, Gedan Urate. Halb dran, Stoll. Und dann ziehen wir ein bisschen ran, blicken in die Ecke und gehen in diese Richtung, stehen aber Kokotsudachi so, gucken aber schon dahin. Und dann ziehen wir ran und Stoll. Und von da aus, ja, das ist der Schluss. Gut, zeigen wir es einmal umgekehrt, dass er auf die Wand geht. So, auf den Kopf. Oder vielleicht noch sogar noch einer. Ich glaube, das reicht für den Wasserlein. Ja. Dahin. Beugen. Wasserlein. Und jo. Okay. Ausholen. Knie hoch. Eins. Wendung und Schirke. Beide Arme ausholen. Und zwei. Ja, hinten drauf achten. Hintere Arm abgedreht. So, und jetzt von da aus ausholen, dabei geht die Schulter gerade. Und jetzt ist die Schulter hier abgedreht, hier. Und jetzt wird überdreht. Und zwei. Und jetzt ist die Schulter weiter vorne. Also drei Schulterpositionen. Abgedreht, gerade und andersrum abgedreht. Anni, gerade und ja. So, wieder die Ausholbewegung, der wird gestreckt, der klappt hoch. Wendung mit so zu gehen, die Abgeform. Eins. Auch hier wieder, die Schulter ist überdreht auf die Position. Jetzt holt er aus. In der Außenbewegung ist die Schulter gerade. Und jetzt stellen wir ab in die andere Position. Zwei.
Wir ziehen den vorderen Fuß an. Nena Nagashi. Eins. Hochgehen, ausholen. Vorgehen, Sotoke. Eins. Auch hier, Schulter ist abgedreht. Ausholen, Schulter wird gerade. Und Schulter wird überdreht. Zwei. Und damit wir dieses Überdrehen machen, ziehen wir den vorderen Fuß, wir beugen. Ziehen wir den vorderen Fuß zurück. So, hinterer Fuß auf eine Linie bringen, langsam die Hüfte. Und linke Hand hat die Schulter. Zum Gehen. Schulter und Chi. Zum Gehen. Schulter und Chi. Auch hier ganz extrem in der Wasserreihe diese Schulterposition. Gerade, abgedreht, komplett. Ne? Also wie Kreuz quasi. So, Fuß ran und vor, Stunke. Eins. Stunke zwei. Stunke drei und zurück. Vier. Greifen. Finger sind an der Seite, nicht oben drauf. Strecken, Knie hoch. Und ziehen. Tui! Stunke. Stunke vor. Ranziehen, vorderer Fuß. Hände zum Bauch. Hochgehen, drehen. Knie hoch, Titzel. Und halb ran zu gehen. Wunderbar. Umsetzen, öffnen. Noch weiter rüber, 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 rüber hin. So, und jetzt eintauchen. Sehr gut. Und langsam hochgehen. Zwei. Und schnelle Wendung, geh nochmal rein. Eins. Und wieder langsam wenden. Eichhörnchen. Zwei. Wir haben in der Wasserreihe immer dieses Wechselspiel zwischen langsam, schnell, langsam, schnell. Jetzt auch hier wieder. Schnell. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Sandmonorhythmus. Eins, zwei, drei. Hüfte vor. Eins. Und jetzt wieder langsam und vor. Zwei. Schnell. Und wieder langsam vor. Und Nagashi Urake. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, auch hier wieder darauf achten, Schulter ist komplett wieder abgedreht. So, jetzt geht es in diese Diagonale. 45 Grad. Halb. Man kann es ganz ranziehen, so habe ich es früher mal gelernt. Oder halb in den Schwerpunkt. Beides ist okay. Und Vorstoß. Eins. So, diese Position der Füße, der Beine, die bleibt. Halb ran und in die andere Diagonale. Zwei. Ja, das ist hier, diese Tür. Ja, 45 Grad, darauf achten. So, und jetzt sind wir in diese Richtung, 45 Grad. Verlagern, hinterer Fuß ran und vor, Kiai.